Herzlich willkommen auf meinem Kanal Finanzen im Griff. Ich bin Marek. In diesem Video zeige ich dir, wie die Haushaltsbuch-App Mein Budget funktioniert. Die Bedienung ist ähnlich zu den meisten anderen Apps. Ich habe mich für diese App entschieden, weil sie kostenlos ist, man sich nirgends anmelden muss und man die Transaktion per CSV-Datei exportieren kann. Im nächsten Video verrate ich dir, weshalb ich kein Haushaltsbuch führe und ab wann du auch kein Haushaltsbuch mehr führen musst. Und im nächsten Livestream gibt es ein Streitgespräch zwischen mir und Christian von Frugale Finanzielle Freiheit um das Thema Haushaltsbuchführung. Wenn du das nicht verpassen willst, dann lass gern ein Abo da. Jetzt starten wir endlich mit der App. Du hast ganz unten vier Reiter, die du vermutlich im Alltag am allerhäufigsten benötigen wirst. Allerdings solltest du noch ein paar Einstellungen treffen, bevor wir richtig loslegen. Und zwar gehst du ganz oben links auf diese drei Striche. Da gibt es wieder diese vier Reiter, Übersicht, Limits, Sparziele und Statistik. Macht für mich keinen Sinn, warum die drin sind, weil wenn ich jetzt auf Übersicht gehe, bin ich wieder hier. Also tipp lieber hier, macht hier oben keinen Sinn. So, wenn du jetzt wieder draufklickst, gibt es hier noch die Einnahme- und Ausgabekategorien. Da klicken wir jetzt drauf und schauen, welche Kategorien du wirklich brauchst. Weil es dann einfacher beim Eintippen ist, wenn du jetzt nur noch Kategorien drin hast, die du wirklich nutzt. Zum Beispiel habe ich keinen Ferienjob, das heißt, ich würde das hier ausmachen. Wenn du jetzt einen hast, dann mach es natürlich an. Du kannst dann auch eigene Kategorien hinzufügen. Das heißt, ich gehe auf neue Kategorie hinzufügen und suche mir ein Symbol aus, zum Beispiel jetzt der Fußballspieler und schreibe hier einfach Fußball hin und gehe auf Speichern. Und jetzt siehst du, hier ist die Fußballkategorie. Kann sie auch wieder jederzeit löschen. Wenn ich hier auf den Mülleimer gehe, dann ist sie wieder weg. Bei mir gibt es zum Beispiel die Kategorie Cashback, weil ich sehr viele Cashbacks nutze, was ich dir auch empfehlen würde, um viel Geld zu sparen. Ich verlinke dir mal meine Cashback-Playlist unten in der Videobeschreibung. Dann habe ich noch Gewerbeeinnahmen, Gutschriften, Kostenrückerstattung, Mieteinnahmen. Ich habe jetzt meinen Keller und meinen Stellplatz untervermietet. Auch sehr interessant, verlinke ich dir auch meine Videos dazu unten in der Videobeschreibung. Ganz klar, Pfand finde ich auch noch wichtig. Rechnung teilen, Urlaub, Verkäufe, Zinsen, Dividende und so weiter. Also das sind meine Kategorien und du kannst einfach jederzeit welche hinzufügen. Bei den Ausgaben verhält sich es genau gleich. Das heißt, du hast wieder hier fünf allgemeine Kategorien und kannst diese halt wieder ausschalten und einschalten, je nachdem, beziehungsweise einfach nur ausschalten, wenn du es nicht brauchst. Und dann kannst du wieder neue Kategorien hinzufügen, wieder ein Symbol aussuchen, Name der Kategorie hinschreiben und dann ist es hier unten wieder hinzugefügt. Man sieht hier investieren, Getränke, Gebühren und so weiter. Also das ist einfach simpel gemacht, wie ich finde, und jeder kann seine eigenen Kategorien hinzufügen. Jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt sieht man schon, dass wir die ersten zwei durch haben. Einnahmekategorien, Ausgabekategorien haben wir durch. Und jetzt kommen wir zu den Vorlagen. Da kannst du einfach Sachen reintun, die du häufig benutzt. Ich zum Beispiel bringe oft einen Kasten mit einer Pfandflasche zurück und somit habe ich eben praktisch hier das hinzugefügt. Man geht hier einfach auf neue Vorlage hinzufügen, gibt hier den Betrag ein, der halt immer wieder vorkommt, zum Beispiel 50 Euro und dann geht man auf, weiß nicht, Geschenke und schreibt dann hier irgendwas hin und geht auf Speichern. Da sieht man, aha, ich habe das hier jetzt gespeichert, das heißt, ich muss nur einen Klick machen und dann ist es schon als Ausgabe oder Einnahme definiert, in dem Fall eher als Einnahme. Ich kann so eine Vorlage auch bei den Ausgaben hinzufügen. Ich gehe einfach auf neue Vorlage hinzufügen, gebe jetzt zum Beispiel 50 Euro ein und dann den Titel und dann halt die Kategorie, zu der es dazugehört, zum Beispiel Haushalt, Speichern und dann ist es schon drin. Und da kann ich mit einem Klick dann diese Ausgabe verbuchen und das ist halt viel einfacher. Deswegen würde ich dir empfehlen, vorher diese Einstellungen zu treffen. Dann gibt es natürlich auch noch wiederkehrende Posten, wie zum Beispiel deine Miete, die geht ja auch immer ab. Das heißt, ich gebe jetzt hier meine Miete ein und sage hier einfach Miete. Und es zählt dann zu den Haushaltsausgaben, also Haushalt speichern. So, dann ist es immer wieder, sage ich, dass es jeden Monat am 30.11. abgebucht wird. Kannst natürlich auch umstellen hier oben. Dann sage ich, okay, es wird immer am 1. des Monats abgebucht, fertig und speichern. Wird jeden Monat automatisch diese Ausgabe gebucht. Ist für Fixkosten sehr wichtig. Allerdings finde ich auch wichtig, dass du Fixkosten reduzierst. Das heißt, wenn du jetzt hier das alles eingibst, deine Fixkosten, überleg nochmal, ob du diese Fixkosten wirklich tragen willst, ob es sich wirklich lohnt, ob der Mehrwert groß genug ist von diesen Fixkosten. Bei Einnahmen ist das Gleiche. Klar, du hast ja deinen Lohn, der wird ja meistens gleich sein. Nur wenn du jetzt Sonderzahlungen hast oder generell dein Lohn schwankt, dann ist es natürlich nicht so. Vielleicht hast du auch noch andere Einnahmen, die immer gleich sind, wie jetzt bei mir Mieteinnahmen. Die werden immer gleich. Das heißt, ich habe jetzt aktuell, bekomme ich immer 90 Euro Mieteinnahmen und kann es hier einfach hier hinzufügen. Und dann gebe ich hier das Datum wieder ein, immer am 1. und speichern, fertig. Also habe ich vielleicht ein bisschen zu schnell gemacht, spielst gerne das Video auf langsamerer Geschwindigkeit ab. Das geht wirklich einfach und löschen kannst du auch ganz einfach, wenn du hier auf Papierkorb gehst und das war es dann schon. Dann haben wir hier noch Import-Export, das heißt, du kannst die ganzen Daten, die du eingetragen hast, exportieren zu einer CSV-Datei
Oder wenn du schon eine CSV-Datei hast, kannst du es auch importieren. Dann gibt es noch einen Zugriffsschutz. Wenn du jetzt nicht willst, dass jemand auf diese App zugreift, kannst du hier einstellen, was gefragt werden muss, damit du in die App reingehen kannst. Das könnte vielleicht lästig werden. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht auch per Fingerabdruck machen kann. Das wäre vielleicht okay, aber so, wenn man es mal eingeben muss, wäre vielleicht ein bisschen lästig. Das musst du selber entscheiden. Dann kann man auch das Ganze zurücksetzen und dann sieht man auch noch, von wem das ist. Es ist von Deutschland im Plus. Es ist eine Stiftung, die versucht, Jugendlichen den Umgang mit Geld beizubringen und deswegen haben sie auch diese App kostenlos zur Verfügung gestellt und in dem Fall für jeden und das finde ich richtig cool. Da gibt es noch das Impressum und Datenschutz. Das wären jetzt so die wichtigsten Sachen. Dann fangen wir jetzt an mit der Übersicht. So, man hat jetzt hier erstmal jeden Monat, man sieht hier rechts November 23, kann ich jetzt ändern auf Oktober 23, dann sieht man meine Einnahmen und meine Ausgaben, sieht wie viel übrig bleibt und dann ist ja der Übertrag, das heißt, das wird von jedem Monat dazu gezählt. Jetzt habe ich ein Plus. Man sieht ja, es waren 4.021 Euro übrig geblieben und dann kommen diese 670 Euro oben drauf und dann haben wir 4.691 Euro und 82 Cent, wenn man es nicht ausgibt. Im Endeffekt habe ich es aber investiert und habe es nur nicht eingetragen. Genau, und jetzt kommt eben das, was am wichtigsten ist, die Einnahmen und Ausgaben eintragen. Ich gehe auf Einnahme und kann natürlich auch eine Vorlage nutzen. Oben rechts sieht man Vorlage und kann jetzt sagen, welche Vorlage zutrifft. Mache jetzt einfach diese Vorlage und sag speichern. Das war's schon. Schon ist eingetragen. Also wenn du es als Vorlage hast, sparst du dir extrem viel Zeit. Wenn du jetzt eben eine Ausgabe hast, die nicht in der Vorlage drin ist, gibst du hier jetzt den Betrag ein und dann suchst du dir einen Titel aus, weiß ich nicht, irgendein Titel und dann halt die passende Kategorie. Ist es eine Gutschrift, ist es eine Mieteinnahme oder ist es Taschengeld einfach und gehst auf Speichern. Bei der Ausgabe gleiche Prinzip. Ich gehe auf Ausgabe, kann auf Vorlage gehen und sehe dann eine Vorlage und kann die einfach nehmen und schon speichern und das war's schon und schon ist eingetragen. Also es ist wirklich einfach und du kannst natürlich auch das Datum ändern. Das heißt, wenn du es heute einträgst, was ich dir empfehlen würde, die Ausgaben immer gleich einzutragen, weil am nächsten Tag vergisst du es meistens, gehst du hier oben links auf das Datum und kannst einfach das Datum ändern und gehst auf Fertig und dann siehst du, das Datum wurde geändert, kannst du wieder den Betrag eingeben und gehst auf Ausgehen und speichern und dann halt eben noch einen Titel eingeben und wieder speichern. Also ich glaube, das Einnahmen und Ausgaben eingeben ist gut erklärt, würde ich sagen, und ist auch sehr simpel. Deswegen finde ich die App auch ganz gut. Du startest die App und sie geht gleich auf Übersicht und da kannst du gleich deine Ein- und Ausgaben eintragen. Du kannst auf Mein Konto klicken und dann sieht man hier die ganzen einzelnen Transaktionen von jedem Tag. Man sieht praktisch hier im Oktober zum Beispiel, 31.10., was da passiert ist, dann am 30.10., was da alles passiert ist. Also man hat jede einzelne Transaktion, kann auch auf die draufklicken und die bearbeiten, wenn da was nicht stimmt, wenn der Tag nicht stimmt oder wenn der Betrag nicht stimmt. Also kann man immer alles korrigieren und oben rechts kann man es noch filtern, kann eben filtern nach nur Einnahmen, nur Ausgaben oder nur einen bestimmten Monat. Also das ist echt eine super Sache, dass man so machen kann. Im nächsten Reiter geht es ums Limit. Da kann ich einfach hier oben rechts aufs Plus gehen und sagen zum Beispiel, ich will jetzt maximal 100 Euro fürs Fortgehen ausgeben. Und da ist die Kategorie Ausgehen und gehe auf Speichern. Jetzt sieht man schon, dass ich 58,95 Euro schon ausgegeben habe fürs Ausgehen und mein Budget ist somit geschrumpft. Und da kann ich jetzt praktisch immer so ein Budget eintragen für jede Kategorie. Zum Beispiel, wenn ich sage, fürs Einkaufen gebe ich maximal 300 Euro aus. Dann schreibe ich hin Essen und Trinken und gehe auf Speichern. Dann sieht man das hier, mein Budget sind 300 Euro. Finde ich richtig geil. Auch die Darstellung finde ich gut. Du kannst das Limit auch jederzeit ändern. Einfach aufs Limit draufklicken und dann sieht man hier Limit anpassen und du musst es einfach ändern auf den gewünschten Betrag. Zum Beispiel 150 Euro statt 100 Euro. Kannst du für jeden Monat das selber einstellen. An sich ist es aber dann für jeden Monat eingetragen. Das heißt, die nächsten Monate wird immer das gleiche Limit hergenommen. Und das finde ich auch richtig cool, dass man so ein Limit setzen kann. In der nächsten Kategorie geht es um die Sparziele. Da gehen wir auch wieder nur aufs Plus. Dann tragen wir hier wieder eine Summe ein. Machen wir beispielsweise 500 Euro. Sagen einfach mal Auto. Und dann gehen wir auf Kategorie Auto und auf Sparziele starten. Geht natürlich nicht, weil du jetzt praktisch es bis zum 30. November 2023 eingestellt hast. Das klappt nicht. Dann sagen wir mal, in einem Jahr wirst du es erreichen. Also bis 2024. Und dann Sparziel setzen. Jetzt rechnet ihr automatisch aus, wie viel du pro Monat sparen musst. Das heißt, bis Dezember 2024 musst du jeden Monat 39 Euro gespart haben, damit du diese 500 Euro erreichst fürs Auto. Wenn du jetzt was in dein Sparziel einzahlen willst, einfach draufklicken und dann sagen, okay, ich tue jetzt die nächste Rate einzahlen und gehe auf Speichern. Und schon habe ich diese 39 Euro eingezahlt. Wenn du aber sagst, du willst gleich nächsten Monat oder nächsten Tag nochmal was einbuchen, kannst du das Datum natürlich ändern.
gehe ich auf 1. Dezember und sage, ich will jetzt gleich am 1. Dezember diese 39 Euro einzahlen. Also vorab, weil ich eine Sonderzahlung bekommen habe, wie jetzt zum Beispiel Weihnachtsgeld, und kannst noch eine weitere Rate einzahlen. Und dann siehst du, wie sich es halt einfach füllt. Finde ich echt praktisch, richtig gut gemacht und optisch finde ich es auch okay. Jetzt kommen wir noch zur Statistik. Da sieht man, was ich im ganzen Jahr 2023 eingenommen habe und ausgegeben habe und wie viel dann übrig geblieben ist. Ich habe jetzt nicht viel eingetragen, deswegen ist auch nicht viel drin. Man sieht dann unten hier noch die einzelnen Kategorien. Man sieht bei Lohn 71% von den Einnahmen macht der Lohn aus. Dann die gewerblichen Einnahmen sind 11%, Mieteinnahmen 4%, Cashback 3% und so weiter. Bei den Ausgaben das Gleiche. Du siehst, was am teuersten ist, in dem Fall Haushalt, dann Essen, Arbeit, dann Auto, Essen und so weiter. Also sieht man auch die verschiedenen Kategorien und wie viel Prozent es von den Ausgaben ausmacht. Bei mir ist es eben schwierig, das mit der Eingabe, weil ich zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt hier guckt bei Cashback, das zählt eigentlich als Reduzierung der Ausgaben in meinen Augen. Das heißt, wenn ich was ausgebe, dann gebe ich weniger aus, weil ich Cashback bekomme. Aber gut, dazu kommen wir dann eben in dem eigenen Video, weshalb ich das nicht ganz so gut finde. Genau, und bei den Ausgaben ist generell so, dass du auch sehr viele Sachen kostenlos bekommen kannst. Habe dazu auch eine Playlist gemacht, die verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Zum Beispiel habe ich Audible, nutze ich meistens kostenlos. Ab und zu hat es nicht geklappt, aber in den seltensten Fällen. Deswegen steht hier zwar 4,95 drauf, aber ich bekomme eigentlich 10 Euro an Payback-Punkten und 4,95 bezahle ich. Also eigentlich mache ich Gewinn dabei. Deswegen, das stimmt dann nicht ganz im Endeffekt. Genau, und ich kann jetzt hier auch filtern nach einzelnen Monaten. Das heißt, ich sage mal Oktober 23. Dann sehe ich genau diese Ausgaben und Einnahmen, die es so gegeben hat. Und kann natürlich auf jede Kategorie draufklicken. Das heißt, ich gehe jetzt hier drauf und sehe, aha, das war eine Steuervorauszahlung vom 25.10. Dann kann es wieder zurückgehen, kann mir zum Beispiel anschauen, Internet, aha, sehe ich auch nur eine Buchung, 26.10. Und hier auch Handy, Bildung und so weiter. Dann kann ich immer einzeln alles draufklicken, genau wie bei Einnahmen. Kann einfach hergehen und schaue das Taschengeld, was ich da gemacht habe und kann mir die einzelnen Buchungen anschauen. Mieteinnahmen auch genauso, wann es genau gekommen ist und wie viel ich dafür bekommen habe. Also echt eine tolle Sache. Ich habe jetzt auch nicht viel drin, man sieht es ja. Habe hier auch Oktober 22, war auch, glaube ich, sehr aufregend. Na, das war dann September 22, da habe ich mein Auto verkauft. Hast du auch ein Video gemacht, deswegen Einnahmen 12.000 Euro und Ausgaben 10.600 Euro. Ist ja klar, weil ich dann wirklich viel ausgegeben habe in Form von Investieren. Sieht man ganz hohe Beträge beim Investment. Dann gibt es hier noch den Verlauf. Hier sieht man ganz schön, wie sich deine Einnahmen und Ausgaben entwickelt haben. Also ob du mehr gespart hast oder vielleicht auch mehr Einkommen generiert hast, weil du irgendwie Verkäufe gemacht hast oder deinen Lohn erhöhen konntest, finde ich ganz gut dargestellt. Und die gelbe Linie hat mich am Anfang verwirrt, aber jetzt habe ich verstanden, was es bedeutet. Und zwar, man sieht im September, steht ja drauf, dass ich noch 1506 Euro übrig habe und deswegen ist die Linie auch so weit oben. Und im Oktober sind es aber nur 670 Euro, somit ist sie wesentlich tiefer. Das Problem ist von der Linie eigentlich, dass die wenig Sinn macht, wenn man Sparziele hat. Wenn du jetzt sagst, die 670 Euro tue ich dann sparen und mache das praktisch bei meinen Sparzielen rein, dann zählt es als Ausgabe. Also Spaß ist auch eine Ausgabe und dann geht es wieder runter. Deswegen finde ich das ein bisschen schwierig mit dem Sparziel. Also das gefällt mir dann nicht ganz so. Es müsste vielleicht dann noch extra so einen Balken geben, wo die Sparziele drinstehen. Ich hoffe, der Einblick in diese Haushaltsbuch-App hat dir gefallen und du kannst deine Ausgaben reduzieren. Am besten fängst du gleich an. Ich habe hier eine Playlist, wo ich meine ganzen Videos nach Themen sortiert habe. Und dann kannst du dir einfach die anschauen, die dich interessieren, wo du noch deine Ausgaben optimieren kannst. Und wenn du mehr Geld und mehr Freiheit haben willst, dann abonniere jetzt kostenlos meinen Kanal. Aber denk immer dran, machen ist wie wollen, nur krasser.